Willkommen in Traiskirchen, aber nicht für alle. Die großen Feierlichkeiten mit Alfred Gusenbauer zur Öffnung der Grenzen sind einige Tage später schon wieder vergessen. In der Erstaufnahmestelle des Flüchtlingsheims Traiskirchen ist die Stimmung bereits am Brodeln. Die Zahl der dort derzeit lebenden Asylwerber ist seit Öffnung der Grenzen von 300 auf 770 gestiegen. Kritiker der Schengen-Erweiterung erwarten einen weiteren Ansturm aus dem Osten. Handelt es sich nur um Panikmache? Oder erwartet Österreich eine neue Flüchtlingswelle? Jetzt in Talk of Town.